Wenn du im Wald eine leise Stimme um Hilfe rufen hörst, dann halte dich bloß davon fern. Das wahre Wesen des Unbekannten bleibt ein Rätsel und nur eines kann mit tödlicher Gewissheit gesagt werden. Wer ihm begegnet, den ereilt ein unvorhersehbares Schicksal. Im heutigen Video werden wir uns die Origin Lore von The Unknown anschauen, dem neuen Killer von Dead by Daylight. Welche Geschichten sich um The Unknown ragen und was er kann, werden wir in diesem Video aufklären. Holt euch also einen Snack und genießt das Video. Vergesst nicht den ganzen ein Like zu geben, wenn euch die Story zu The Unknown gefällt und abonniert den Kanal für mehr Lore-Content. The Unknown ist ein menschenähnliches Monster, das mehr verdreht und verzerrt aussieht. Er hält eine Axt als Waffe in seiner Hand und kann sich bewegen wie ein Mensch. Auf seinem Rücken hat er eine Art Öffnung, aus der Tentakel herauskommen, mit der er seine Opfer töten kann. Seine Körperteile sind verdreht und sein Bauch sieht eher verstümmelt aus. Mit seinem tentakelartigen Körperteil kann er seine Fähigkeit UGX nutzen, aber hierzu später mehr. The Unknown kann die Stimmen seiner Opfer imitieren, was ihn zum perfekten Killer macht, denn seine Opfer werden immer nachschauen wollen, woher die Stimmen kommen, die nach Hilfe rufen. In Olivias Masterarbeit beschäftigte sie sich mit Großstadtlegenden und deren Ursprüngen. Ihre Hypothese war, dass sie Ähnlichkeiten mit der traditionellen Folklore aufweisen, und sie suchte einen aus, um dies zu beweisen. Das Unbekannte war ein geheimnisvolles Übel, das so abscheulich war, dass allein Recherchen dazu schon fast sofort den Tod heraufbeschworen. So hieß es zumindest in der Geschichte, und es gab viele davon. In einer dieser Geschichten verschwand eine Frau aus Greenville in einem Raum voller Zeugen spurlos von einer Bühne. Ihre Freundin verschwand Wochen später, als sie Nachforschung dazu anstellte. Die Polizei wusste nicht weiter. Es gab keine Hinweise oder Spuren und dieses Rätsel war die perfekte Grundlage, um es zu einer Großstadtlegende auszubauen und zu verbreiten. Anstatt in den Semesterferien nach Hause zu fahren, brach Olivia nach Greenville auf, um zu recherchieren. Sie fuhr ins zweitbilligste Motel der Stadt und richtete sich ein kleines Zimmer ein, das nach Zigarettenrauch, Schimmel und Alkohol roch. An einer der Wände sammelte sie alle Hinweise. Sie klebte Artikel und verschiedene Theorien zu ähnlichen Vermisstenfällen im ganzen Land auf, die mit dem Unbekannten in Verbindung gebracht werden. Verbindungen stellte sie mit roten Faden und gelben Reißnägeln dar. Wer das Motelzimmer betrat, musste denken, dass sie den Verstand verloren hätte. Es gab viele Theorien zur Herkunft des Unbekannten. Manche meinten, es wäre ein bösartiges Wesen, das vor langer Zeit von einem uralten Kult heraufbeschworen worden war. Andere gingen davon aus, dass es sich um ein Alien handelte, das aus Area 51 gekommen war. Der Legende nach hielt er sich bevorzugt in der Dunkelheit auf und stahl die Stimmen seiner Opfer, um andere in ihr Verderben zu locken. Die ältesten Zeitungsartikel, die Olivia fand, berichteten von einem Vermisstenfall während einer Seance im 19. Jahrhundert. In den späten 50er Jahren des 20. Jahrhunderts verschwanden einige College-Studenten auf mysteriöse Art und Weise aus einem Kino. Zeugen hatten sie hereingehen sehen. Manche erinnerten sich, sie auf ihren Plätzen gesehen zu haben. Aber als das Licht wieder anging, waren sie fort. Niemand hatte gesehen, wie sie gegangen waren. Man fand nie eine Spur von ihnen. Ein Filmvorführer gab an, später an diesem Abend Stimmen in der leeren Dunkelheit des Kinosaals gehört zu haben. Aber als er das Licht anschaltete, war niemand da. In den 60er Jahren verschwand eine Gruppe Teenager, die ein verlassenes Krankenhaus erkundeten, in dem es spuken sollte. Geschichten und Spekulationen ranken sich um dieses geheimnisvolle Verschwinden. Manche sprachen von einem streng geheimen Forschungsprogramm der Regierung, das in den 50er Jahren vom Office of Strategy Services durchgeführt wurde. Projekt Apple Pie. Experimente zur Gedankenkontrolle mit halluzinogenen Drogen. Der Großteil der Aufzeichnungen wurde in den 70ern vernichtet, aber Zeugen berichteten von Experimenten, die an nichtsahnenden Zivilisten in verschiedenen Umgebungen und Orten im ganzen Land durchgeführt wurden, wie Kinos, Krankenhäuser und Universitäten. Viele glaubten, dass diese unethischen Experimente Portale in eine andere Welt geöffnet hatten, durch die das Böse in unsere Welt gelangen konnte. Olivia schrieb alle Beobachtungen auf, um sie an ihrer Wand zu verewigen. Das Unbekannte lauerte im Dunkeln und kann seine Opfer nachahmen. Handelt es sich dabei um ein böses Wesen, einen Außerirdischen, ein gescheitertes Regierungsexperiment oder einfach nur einen stinknormalen Serienmörder, der die Öffentlichkeit mied? Sie wollte beweisen, dass das Unbekannte nichts weiter als eine moderne Sage war, und diese Nachforschung hatte sie zu diesem Abend an diesem Ort in dieses schäbige Motelzimmer geführt. Sie konnte jedoch nicht leugnen, dass es bei den vermissten Fällen in Greenville ein Detail gab, das die anderen Geschichten nicht hatten: der Nebel. Und in ihrem Hinterkopf hatte sie noch eine andere Großstadtlegende mit einem dichten, unnatürlichen Nebel, der die Menschen irgendwie verschwinden ließ. Vielleicht, dachte sie bei sich, hatten die vermissten Fälle von Greenville nichts mit dem Unbekannten zu tun, sondern vielmehr mit einer anderen Dunkelheit. Ein Augenblick lang fragte sich Olivia, was passieren würde, wenn zwei Großstadtlegenden aufeinandertreffen würden. Diese Vorstellung brachte sie zum Lachen und sie forderte das Schicksal heraus, indem sie ein Bild vom Unbekannten zeichnete, so wie sie es sich vorstellte. Dann heftete sie die Skizze in die Mitte ihrer Wand, lachte nervös und wartete darauf, vom Unbekannten verschlungen zu werden, weil sie ja versucht hatte, es zu definieren. Nervös blickte sie zu ihrem Fenster und der Tür.
Aus Sekunden wurden Minuten und aus Minuten wurden Stunden. Aber nichts geschah. Es war nun 2 Uhr morgens und Olivia war ganz erschöpft vom Sichten der Artikel, während sie ihren kalten Kaffee schlürfte. Als sie dann das erste Flüstern hörte, dachte sie noch, sie würde es sich einbilden. Olivia, es schien aus dem Badezimmer zu kommen. Hilfe! Das Licht im Zimmer flackerte. Wer ist da? Olivia starrte mit weit geöffneten Augen auf die geschlossene Badezimmertür. Ihr Verstand spielte ihr einen Streich, oder? Ihre Freunde waren gekommen, um sie hereinzulegen. Ariella? Sean? Hört auf mit dem Blödsinn. Das Licht flackerte weiter, als sie sich dem Badezimmer näherte. Furcht erfasste sie in starken Wellen und eine schreckliche Erkenntnis machte sich breit in ihr. Das Unbekannte wartete hinter dieser Badezimmertür und machte sich bereit, sie für ihren Hochmut bezahlen zu lassen. Etwas flüsterte wieder ihren Namen, doch dann wurden die Stimmen plötzlich höher, überschlugen und verzerrten sich. Von plötzlicher Panik erfasst, als würde das wartende Geschöpf hinter der Tür angegriffen werden. Ein unbekanntes Grauen erfüllte Olivias Herz und ließ keinen Platz für irgendetwas anderes. Sie atmete tief durch, als kalter Schweiß auf ihrer Stirn perlte. Sie legte die Hand auf den Türknauf, das Licht ging aus, aber die seltsamen unmenschlichen Schreie waren immer noch zu hören. Dann ging das Licht wieder an und sie sah einen seltsamen schwarzen Nebel, der unter der Tür hervorquoll. Zaghaft öffnete Olivia die Tür und sah einen massigen Körper mit wilden Tentakeln, der in einem dichten Nebel gezogen wurde, wie ein sterbender Schatten langsam in der Dunkelheit verschwand. Das Kreischen hörte abrupt auf, Nachbarn klopften gegen die Wand, sie sollte den Fernseher leiser drehen und Olivia blickte gebannt in den schwarzen Abgrund, der sich vor ihr auftat. Sie war sich nicht sicher, was sie tun sollte, ein Teil von ihr wollte weglaufen, aber der andere Teil wollte mehr wissen. Und während sie noch überlegte, was sie nun tun sollte, begannen dutzende Stimmen nach ihr zu rufen, versprachen ihr Wissen über unbekannte, unmögliche und überirdische Dinge, die kein Mensch je gesehen hatte. Der Andon ist ein unbekanntes Wesen, das eine lang zurückreichende, mysteriöse und grausame Geschichte erzählt. Viele Mythen drehen sich um das unbekannte Wesen, das Menschen plötzlich verschwinden lässt, ohne jemals eine Spur von diesen zu hinterlassen. Sein Wesen scheint ein Teil des schwarzen Nebels zu sein und niemand, der ihm begegnet ist, ist jemals wieder aufgetaucht. Das Einzige, was geblieben ist, ist die Stimme, die der Andon von seinem Opfer gestohlen hat. UGX, in einer Partie verursacht das Unbekannte in unregelmäßigen Abständen Halluzinationen. Das Unbekannte kann keine Halluzination erzeugen, solange UGX aufgeladen wird, wenn es mit Objekten interagiert oder wenn es sich in der Nähe von Generatoren oder Haken befindet. Für jeden schwachen Überlebenden, der in den Todesstatus versetzt wird, wird die Dauer bis zur nächsten Halluzination um 10 Sekunden verkürzt. Das Unbekannte kann sich zu hervorgehobenen Halluzinationen teleportieren. Wenn es sich zu einer Halluzination teleportiert, hinterlässt es einen Köder, der nach wenigen Sekunden verschwindet. Wenn Überlebende einer Halluzination ins Auge blicken, erlangen sie die Fähigkeit, sie mit der Interaktionstaste zu beenden. Schwache Überlebende brauchen länger, um Halluzinationen zu beenden. Wenn sie nicht vollständig beenden, werden Überlebende schwach und lösen den Killerinstinkt aus. Entfesselt. Schmerz bleibt in der Luft, ein ansprechendes Aroma, das die Impulse anregt. Dieses Talent wird für 24, 27 oder 30 Sekunden aktiviert, wenn ein Überlebender irgendwie verletzt wurde. Nach einem Sprung durch ein Fenster erhältst du 5% Eile für 10 Sekunden. Dieser Effekt ist nicht kombinierbar. Unerwartet. Das Grauen kann vielerlei Gestalten annehmen und seinen Opfern vernichtende Lügen einflüstern. Wenn du einen Generator beschädigst, wird dein Terrorradius für 18, 24 oder 30 Sekunden auf den Generator übertragen. Außerdem wird die Größe deines Terrorradius um 32 Meter erhöht. Für die gesamte Dauer bist du unentdeckbar. Dieses Talent hat anschließend eine Abklingzeit von 30 Sekunden. Unerledigt. Hoffnung ist die Illusion, die die Opfer am Leben hält. Wenn ein Überlebender bei einem Fähigkeitscheck versagt, erhältst du 3 Zähler. Du kannst bis zu 22, 26 oder 30 Tokens bekommen. Wenn du einen Generator beschädigst, werden alle Zähler verbraucht, die du zu diesem Zeitpunkt besitzt. Für jeden verbrauchten Zähler verliert der Generator 1% seines Gesamtfortschritts und wird für eine Sekunde blockiert. Sobald der Generator nicht mehr blockiert wird, baut er Fortschritt ab. Dieses Talent hat eine Abklingzeit von 60 Sekunden. Der Unknown ist aktuell einer der stärksten Killer in Dead by Daylight und macht wie alle anderen den Survivern das Leben schwer. Das war alles, was ihr zu der Unknown wissen müsst. Danke fürs Anschauen, wir sehen uns im nächsten Video und vergesst nicht, haltet euch von den Stimmen im Wald fern. Bye bye.